Morgen, morgen, Mensch Midgards. Ja, dann sind wir wohl im Thief Simulator. Letztes Mal habe ich euch ja hängen lassen, was in diesem Paket ist. Ja, ich dachte auch, das Paket ist größer, aber naja, was soll man machen? Mal gucken, was der Winnie für uns hat. Dokumentenbox. Oh, will er mit Videosequenz? Schalte ich mich doch gleich mal raus. Oh. Was zur Hölle? Wir sind tot, oder was? So endet das Spiel? Nee. Oh. Was denn du? Guck an, der Winnie ist also hier der große Verräter hier. Also, erst haben wir die Schulden quasi beglichen und jetzt sowas. Also irgendwie habe ich schon erwartet, dass was ist. Ich frage mich bloß, wie wir überlebt haben. So, gehe zu einem Spionageort im Industriegebiet. Okay, und ansonsten müssen wir die Pestizide in 401, aber das war ja so ein Sonderauftrag. Okay, das ist ja ein Mensch hier mit Wendung und Story richtig. Hat's mal ein bisschen gebraucht, aber jetzt haben wir Story. Oh, mal kurz umsetzen hier. Schluck trinken. Viel ist nicht mehr drin. So, jetzt geht's ja los. Die Rache beginnt, oder was? Es sind auch einige Häuser, wa? So, dann wollen wir mal schauen hier. Müssen wir den Winnie jetzt ausrauben, oder? Halt, warte mal, ich soll ja bloß von da oben gucken. Ja, dann können wir doch da parken fahren. Nehmen wir hier ganz entspannt den Parkplatz hier. Naja, ich stehe doch schon. Perfekt eingeparkt, so wie ich es immer mache. Mit Tür offen. Sonst schnappen wir uns das Fernglas. Und jetzt? Vielleicht kommt wieder eine Videosequenz. Markiere Torfeld mit dem Fernglas. Torfeld? Das war nur eine Kamera. Das da. Nee. Kann ich nicht markieren. Das Torbedienfeld. Man muss natürlich lesen können. Aber wo ist denn das Torbedienfeld? Muss ich das von hier oben sehen, ja? Aha. Hacke das 303 Gate Panel aus der Ferne mit dem Hacking Laptop. Muss aber noch ordentlich rumlaufen, sonst sieht das nicht. Ist das unser Tutorial jetzt? Hier war ja auch ein Parkplatz. Ich hätte doch vor der Tür parken können, Mensch. Was ist das eigentlich? Okay. Tuning Company. Wie kommt man da jetzt ran? Unten rum jetzt auch nicht. Da lang? Boah. Meine Güte, das war schon ein bisschen ekliger. Noch mehr Kameras? Ist er denn? Ich muss doch den Winnie erwischen. Wo ist denn der Winnie?
Stiehl die Festplatte mit Lombardis Shady Deals von 303. Warte mal, Lombardis Shady Deals? Ist das nicht eine Anspielung auf ein anderes Spiel? Verdammt, hier drin ist nichts. Ihr könnt höchstens hier drin verstecken. Bist du noch da? Wo ist denn der hin? Hab ich den Sender nicht eben schon einmal erfasst gehabt? Ist gerade wieder abgelaufen, wa? Ja, das ist doch der andere, gerade am Fenster steht. Soll ich hier an der Kante rumschleichen oder jetzt? Komme ich auch nicht durch, wa? Komme hier nicht über den Zaun. Ich hätte mich hinter Müller immer verstecken sollen. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Jetzt aber schnell durch hier. Ha. Akkurat. Glasbruchsensoren, verdammt. Dann müssen wir die Tür wohl nehmen. Es liegt nie hier rum. Schwarzer Geldbeutel. Wer hat mich denn schon wieder bemerkt? Das ist aber auch zurzeit dolle penetrant nervig. Gibt so viel Zeug zu klauen. Ja, ich schleiche langsam hoch. In der Hoffnung, dass mich niemand hört, sieht. Und ich mich noch irgendwo mal verstecken kann. Okay, okay. Wollen wir schauen. Aber wer hat mich denn schon mal gesehen oder das mitbekommen? Weil irgendwo eine Tür offen war? Oder weil das Fenster offen war? Ich weiß es nicht. Wieso verstecken die mich zurzeit? Was mache ich falsch? Naja, ganze Schränke voller nichts. Alle Papiere vernichtet. Alle Beweise weg. Ist hier wirklich gar nichts gewesen. Den Fernseher, aber den muss ich ja mit der Hand rausschleppen. Ist der hier auch wieder komplett leer oder gibt es hier irgendwo... Das, wie es dieses Schubfach mich einfach mal pervers dolle wegdrückt. Okay, hier ist auch wieder nichts. Okay. Ist hier noch was drin? Nö. Aktenvernichter. Ja, den muss ich ja auch raustragen, ja. Kann ich aber als Deckung nutzen? Nee, keine Ahnung. Hübsch. Okay. Heute Mathe-Stunde oder was? Wir brauchen eine Keycard, um da reinzukommen. Das Fenster hat eine merkwürdige Position, so in der Treppe drinne. So, ich kann hier erstmal noch weiter suchen. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Das Entkommen wird sowieso eklig. Das war ja eben schon mehr ein Zufall, dass ich hier reingekommen bin. Haben wir hier eine olle Festplatte? Die Maus ist nicht wert, der Monitor ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Olle Radio. 5 Kilo Laptop.
Ist auch nicht mehr wert als der andere Scheiß. Haben wir noch irgendwas, was nicht so schwer ist? Hier der Scanner, 1300. Der lohnt sich doch schon mal. Oh, die Maus wiegt 1 Kilo und hat 600 Wert. Ja, die nehmen wir mit. Der PC-Bildschirm 5 Kilo und 2000. Softbox Software? Nochmal, Alter, wie viel PC-Monitore ich hier klaue. Mist, können das noch nicht neu markieren. Wir wissen also noch nicht mehr. So geht denn jetzt hier das Licht an. Ein Drucker muss per Hand tragen. Nochmal Nobelbox Software. Ich meine, wenn ich mal meine Taschenlampe offen hätte oder an hätte, in dem Fall offen. und deswegen kriegen die was mit, dann würde ich das ja auch noch verstehen. Nee, machen wir dazu. Kommst du aber jetzt nicht hier hoch, oder? Bleibst du da unten? Okay. Ist hier denn nichts drin, mal ganz ehrlich? Alle leer? Alle nur Scheiße drin, ja. Wir haben noch einen Tresor. Aber wenn wir hier wirklich heile rauskommen, dann hat sich das, glaube ich, ein bisschen gelohnt. Mist. Jetzt weiß ich noch nicht, wo die Leute rumgammeln. Halt, warum habe ich die Festplatte mitgenommen? Da. Der Ordner, der war viel mehr wert als alles andere. Laptop-Maus. Ah, mein Inventar ist voll. Notizen. Nee, Gegenstände. Ich habe irgendwie hier eine olle Festplatte, die nicht wert ist. Habe ich sonst noch irgendeine Kacke? Ich glaube, das Geschäftstelefon ist Geld. Der Projektor ist wirklich Geld. Das ist eigentlich alles Geld wert. Die ganzen Fern. Oh, nochmal ein Geld. Ich brauche irgendwas. Ich muss was loswerden. Weil das hier sind alles. Ich meine, vielleicht einen Monitor wegpacken oder sowas. Ja, ich muss irgendwas loswerden, was nochmal. Sonst müsste ich nochmal rein und nochmal rausheizen. Ein PC-Bildschirm vielleicht fallen lassen. Wenn der 2000 Wert hat, für 5 Kilo, ist 400 pro Kilo, das hier ist mehr. Das ist mehr und das ist das, was ich muss. So. Dann verpissen. Alles die schlechten Mäuse hier, ja. War die einzige, die gut war. Oder? Ja, ich glaube. Gehen wir wieder weg. Hocken jetzt alle beide hier bei mir? Ich komme mich hier drinnen nicht raus. Wie bin ich hier nochmal reingekommen? Bin noch irgendwo wo reingeklettert oder nicht? Hier hinten irgendwo war das.
Ja, da war das, glaube ich. Alles so hell. Alles so pervers hell. Komme ich hier irgendwo raus vernünftig? Nicht so richtig. Hier hinten in der Ecke ist doof. Aber so. Gut. Leider habe ich nicht den Parkplatz genommen, sondern den da hinten. Aber das soll ja egal sein. Wir haben ordentlich was mitgeschleppt. Bisschen was wäre natürlich noch gegangen fürs Auto, aber wir haben es sicher gemacht. Und also mal abgesehen von dem bisschen Lärm dazwischendurch mal, das ignorieren wir jetzt. Haben wir hier ab und jetzt haben wir Beweise gegen Vinny, wa? Den erpressen wir dann bestimmt jetzt gleich. Mit seinen Geschäftsgeheimnissen hier. Werden wir hier einfach verraten, kann der wohl nicht wahr sein. Geht nach Hause überhaupt noch? Oder ist das alles kaputt? Okay, XP ist zumindest ordentlich drin. Ja, die Heimlichkeit war zwischendurch ein bisschen im Arsch, aber ansonsten. Level up, ja. Nein, ich kann hier keine Autos mehr machen. Deswegen hätte ich das andere Versteck kaufen müssen. Weil hier jetzt nichts mehr geht, oder was? Aber hier kann ich noch ran. Hatte ich hier nicht was drin, die Parkplätze mal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich kann... Okay. Tabelle. Für mich ist das ein Tisch. Das Symbol ist auch noch da. Okay, hier geht also nichts mehr. Halt mal das fest. Da hat es Bumm gemacht, wie auch immer wir das überlebt haben. Dann ist also... Darum ist der Grund, dass man das Versteck kaufen konnte. Okay, okay. Hacke die Festplatte im Versteck. Festplatte. Oh, jetzt wird's schwierig. Bis hier konnte ich ja nur so wählen. Gab's ja keine anderen Optionen. So, gehackt. Und nun? Lege die Festplatte in die Box mit den Beweisen. Überprüfe die Pinnwand. Oh, es wird jetzt hier so ein kleiner Kriminalfall oder was? Ich meine, mal abgesehen, dass es ziemlich dunkel ist. Ist das jetzt der Beweis Nummer 1, die Festplatte? Der Sack ist Vinny, also der uns immer angerufen hat. Den müssen wir uns also holen. Das wird unser... Ich muss mich mal kurz ausblenden. Ich brauche davon, glaube ich, ein Bild. Das könnte hier interessant sein. So, da bin ich wieder. So, was will man jetzt machen hier? Stiehl die Kontodaten aus dem Safe in 301. Jetzt wollen wir also an die Sachen rangehen. Okay, aber erstmal schauen wir, was haben wir denn hier alles? Kunsttechnik haben wir nicht geklaut. Autoteile sollten wir auch keine mehr haben. Elektronik. Da war eine Sache. Ansonsten, hier haben wir halt nur einen Scanner. Wir könnten also den Scanner, eventuell die Scanner sammeln. Die weißen Projektoren sammeln. Aber die beiden Laptop-Mäuse bringen 2400. Also ja, den Scan, oh, Geschäftstelefon, ja, da brauchen wir auch drei Stück von. Und PC-Bildschirme brauchen wir, Maus brauchen wir. Weißer Projektor, Scanner. Gott, hoffentlich kann ich mir alles merken. Sonst noch was dabei gewesen? Hier die doppelte schwarze Geldbeutel. Dann gibt es noch braune Geldbeutel, die Noble Software. War da nicht zwei hier mitgenommen? Ach nee, das war Softbox Software denn. Ach du Scheiße. Nochmal brauner Geldbeutel hier drüben bei anderen Sachen. War der nicht schon da oben bei? Warte mal, wenn wir hier beim braunen Geldbeutel sind. Zwei Stück für 4800. Ich dachte, der war ja auch bei.
Antivigetetten, da ist nichts, okay. Können wir ja gar nicht so viel jetzt verhökern, wa? Haben wir hier eigentlich auch so eine Lagerbox? Ja. Also, das machen wir kurz durchgehen. Der weiße Projektor stand drinne. Geschäftstelefon. Scanner. PC-Bildschirme, eigentlich zwei Stück. Die Softbox-Software. Da ist der zweite PC-Monitor. Die Noblevox-Software. Ordner mit Anmeldedaten. Die brauchen wir eigentlich. Das war doch die Quest, oder nicht? Der Geldbeutel. PC-Maus. Ordner mit Anmeldedaten. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir die brauchen. Was wiegen die 2 Kilo? Behalte ich. Ja, ich komme, ich pack die da rein. So, Kontodaten safe. 301. Los geht's. Die ganze Zeit mit dem Fernglas rumlaufen. Aber cool, dass wir jetzt endlich im nächsten Gebiet so richtig offiziell sind. Und ich nicht einfach nur so hingammeln kann. 301 ist gleich hier vorne. Sind das alles Sachen von ihm hier? Die ganze Straße oder der ganze Industriebezirk gehört alles Winnie oder was? Ja, hier keinen vernünftigen Rückspiegel hast. Seitenspiegel gehen ja nicht. Naja. Da, wie weit das noch ist. Ich meine, ich bin schön gerade. Aber ist noch alles weit. Na gut. Wir sollen da reinkommen. Dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder das Tor hacken müssen. Das ist der erste Wachposten von den dreimal wieder. Natürlich, was sonst? Da ist die besagte Kamera, die ich nicht anklicken kann. Jetzt. Die hat fast den kompletten vorderen Bereich. Ich müsste also außen an der Kante rum. Hinten sehe ich jetzt erstmal keine Kamera. Da auch nicht. Ich weiß wohl nicht, was ich gerade hacke, aber irgendwas hacke ich. Ich habe nur auf blauen Dunst geklickt. Verdammt, so kommen wir nicht ran. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? Was denn jetzt? Ich wollte das zumachen. Das ist immer so ein bisschen buggy. Wo hänge ich denn hier? Die Kante ist zu hoch aus. Ja, der kommt hier nicht hoch. Jetzt gucken wir ihn so blöd. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Arbeitszeit von dem markiert. Muss nicht aufpassen wegen die scheiß Kameras. Wie weit kommst du zu mir? Bis hier. Jetzt geh wieder weg. Reingucken kann man das Gebäude zumindest erstmal nicht. Meine Güte, ist der gerade penetrant. Hier haben wir eine Tür, Mensch. Geh doch weg. Könnt ihr mal bitte andere Türen machen? Das ist doch nervig. Ich will wieder was Vernünftiges machen, nicht diese Kacke. Nix von Interesse. Hier drin oder draußen? Draußen. Ich bin mal ein bisschen Schiss, dass drin auch eine Kamera ist. Haben wir hier schon wieder Spielekonsole und eine Festplatte? Die wollen wir aber nicht. Festplatten interessieren mich gerade gar nicht.
Projektor nehmen wir auf jeden Fall mit. Die bringen ja richtig Geld. Da haben wir die Softbox und die Nobelstu-Box. Alles nicht so geil. Ja. Alles nicht so geil, aber die Kinokamera ist ja richtig Premium. Na, 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 na. Mann, du Hampelkopf, hier weg. Hier ist nix. Mein Inventar schon wieder voll, oder was? Ich will mich doch verarschen. Ich muss hier rausschleichen, oder was? Kommt jetzt hier rein? Du kannst mal schön draußen bleiben, Junge. So, die große Frage ist ja jetzt schon, oder? Weil der Charakter einfach nie genug tragen kann. Es gibt keine weiteren Aufwertungen dafür. Ich bin auch noch nicht Level 33. Was können wir noch wegschmeißen? Spielekonsole hat 7 Kilo gewogen. Die könnte man wegfeuern. Jetzt habe ich immer aus Versehen das Ding hier eine Pfote. Das war bloß die 0815 Festplatte, ja. Genau, wollten wir haben. War jetzt nicht noch was, was ich haben wollte? Was war denn das? Ich glaube, das war schon richtig so eben. Das Geschäftstelefon, ja. Gut. Von drinnen haben wir jetzt erstmal alles von halbwegs nutzbarem Interesse. Wo sollte ich hier, was sollte ich hier machen? Kontodokumente im Safe vom Lagerhaus. Mir doch bitte was Vernünftiges zu durchzuklicken. ...2000 für ein Kilo. Ich will immer da drücken, weil das für mich mein Inventar ist. Dann muss hier noch mal eine Spielekonsole wegfallen. Guck mal, das sind sogar schlechte Spielekonsolen, ja? Also die schlechteren. Für 7 Kilo, dann nehmen wir doch einfach zwei davon weg und gucken mal, was wir noch so klauen können. Krass viel Geld wert jetzt der ganze Papierscheiß hier, wa? Wird hier richtig krass mit Daten gehandelt, wa? Oh. Komm, komm, komm. Komm schon. Das war dolle weit. Nein. Nein. So, 73. Wird dann ganz einmal rum bis zu 82. Bei euch so? Jetzt. Oh, das ging. Der letzte war zumindest knapp. Oder kurz. Und mit Kontodaten war nichts wert. Okay, der Rest war zumindest wertvoll. Ich glaube, wir haben alles geplündert, was hier rauszuholen ging. Ich müsste mehr tragen können, damit ich hier ein bisschen mehr Geld machen kann. Wir könnten noch eine Spielekonsole, die ich auf dem Boden gefeuert habe, mitnehmen.
Ich sieht mich jetzt nicht irgendein Hamselkopf hier aus dem Fenster oder durchs Fenster. Die hier können wir, glaube ich, wieder einstellen. Die ist genauso viel mit. Die wiegen einfach so ultra viel, die Konsolen. Was liegt hier unten noch? Ein Server, ach, den muss ich tragen. Gut, der ist aber auch viele wert. Ich kann die Leute einmal noch mal markieren. Mich hier am Rand durch, ja, ich glaube. Bin ja, glaube ich, auch so reingekommen. Gut. Da hier keine Fußgänger tatsächlich mal rumlaufen, was echt super entspannt ist, müssen wir das jetzt haben. Dann geht's weiter. Jetzt haben wir noch ein paar Beweise. Ey, cool, dass sich das Spiel jetzt so entwickelt zu so einer anderen Story. Also, dass die Story jetzt auch nochmal ist. Das ist cool. So, wir haben da einiges mitgenommen. Ich komme wieder. Cool. Und vor allen Dingen haben wir heute nicht so wie letzte Folge, wo ich alles verkackt habe in diesem Scheißhaus, tatsächlich um mal was hingekriegt. So, Versteck. Auto kurz schließen. Nee, jetzt nicht. Ja, neuer Lagerplan. Ordner mit Warenpapieren. Okay, Rang S. Ja, das war ja auch Premium diesmal. Richtig Premium. So, das Zeug müssen wir hier wieder reinpacken. Zack, dann können wir hier die Tafel beobachten. Ich dachte, hier hat sich was geändert. Hm, leider nicht. Das alte Tablet können wir mal ankicken, ob uns das ein bisschen hilft. Das war nichts. Ich muss vielleicht einfach nur mal vorgucken ein bisschen und nicht einfach nur durchklicken. Ich nehme immer das nächste einfach und fertig. Hier war jetzt nichts mehr. Nee, nee. Wir könnten also was. Kommt alles hier reinpacken? Ne, ich glaube, wir gucken. Ja, wir gucken erstmal wieder am Computer. Hiervon haben wir jetzt nichts. Die Fabergé-Eier haben wir ja auch letztes Mal immer einfach verhökert. Vor allem muss man ja dann mehrfach in den Häusern das holen, damit man das komplett kriegt, wa? So, ja. Geschäftstelefon, PC-Bildschirme, Mäuse. Ach so, die weißen Projektoren ist schon mal ein bisschen Money. Küche ist immer noch der alte Toaster hier drin. Wir brauchen jeweils noch einmal eine Nobel und eine Softbox-Software. Dann gibt es jeweils 12.000. Eine Yeltasche, Presslufthammer, Damenbrieftasche, okay. Ja. Ist jetzt gar nicht so viel. Ich muss mal gucken, was packe ich denn jetzt hier weg? Die Spielekonsolen verkaufen, das Tablet verkaufen, Ordner mit Ware, mit den Papieren packen wir mal rein. Die Lagepläne bringen uns ja jetzt auch nichts. Das Geschäftstelefon muss weg. Ich habe noch einen Scanner. Die Kinokamera habe ich nicht gelesen. Die Nobel und Softbox. So, wir gucken nochmal nach. Schwarzer Projektor und Kinokamera. Schwarzer Projektor und Kinokamera. Schwarzer Projektor. Es muss ja Elektronik sein. Nö. Eine olle normale PC-Tastatur. Das ist eine schwarze. Schwarzer Projektor, okay. Aktenvernichter. Okay. Kinokamera habe ich nicht gesehen. Die verhökern wir. Vielleicht stand so irgendwo anders bei. Aber dann ist auch nicht so schlimm. So, ab zum Pfand. Naja, kurz verhökern. Dann zum nächsten. Das kriegen wir auch noch hin. Welcome. Zeit ist, glaube ich, noch ganz schick. Hier, ich habe einen Server für 4000. Eine Kamera für 3,5. Ja, der neue Projektentwurf. Neuer Bauplan. Spielekonsole.
So, haben wir jetzt irgendwas Neues freigeschalten, wenn das heißt neuer Bauplan? Gibt es jetzt am Computer noch was? Das wäre natürlich sehr witzig. Wir fahren nochmal ins Versteck. Gucken nochmal kurz am Computer. Auch hinten, was bei diesen anderen Aufträgen noch so bei ist. Hier noch was? Ja, die stohlenen Spiele, das mit dem Hof und das mit den Reichen. Da müssen wir mal schauen, wenn ich hier, wenn das YouTube noch hier noch läuft, dann machen wir die Häuser natürlich hier, die Luxushäuser auch noch uns angucken. Ansonsten wechsle ich danach zum, hier zum Grenzpolizisten. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Hier alles so ein Quatsch. Warum sollte ich das kaufen für die Hütte? Davon habe ich doch nichts. Oh. Statue in Container? Zerstöre Motorrad? Zerstöre wichtigsten PC im ersten Stock? Man kostet ja nichts, kann man einfach annehmen. Oh, hier könnten wir die ganzen Versteck für Beute, ja, aber das finde ich ja auch so. Können die Sicherheitstipps holen? Die Beute, ich suche ja sowieso mal alles ab. Also, was heißt immer, aber öfter mal. Beim anderen habe ich alles geholt, ja, aber das hier war jetzt schon ein bisschen teurer. Vielleicht hole ich mir auch. Naja. Ich glaube, das hole ich mir, wenn wir nichts mehr brauchen am Geld. Wobei, ich meine, wenn ich 4000 mit 1 raushole, 1000, 2000, 3500, 4000. Ja, ist jeden schon mal ein paar. Ja, 10.000 gehen bestimmt weg hier, wa? Wie viel haben wir denn? 99.000. Ne, wir sparen uns erstmal die 120.000 zusammen. Und dann können wir immer noch gucken. So. Also die Pestizide immer noch in 401. Ansonsten Keycard aus 300. Noch was hier. 302 war das, glaube ich. Dann waren wir da jetzt in 303, 301 und 302 einmal, oder? Mensch, dann sind ja die 300er Nummern ja richtig dran jetzt. Na, hier können wir doch halten, oder? Naja, ist bestimmt als Fußweg deklariert, dann jammern die nachher wohl noch rum. Könnte blöd werden. Wir parken wir einfach hier im Dreck. Parken wir hier im Dreck, machen schon mal auf, falls wir hier noch was rausschleppen müssen. Und jetzt heißt es schon wohl auch Kameras markieren. Da ist eine. Links sehe ich nichts, ich sehe aber eine Zapfsäule. Können wir hier was hacken? Natürlich, was sonst? Das war ja super easy. Das war ja richtig mein Niveau. Und das immer nochmal aufgeht. Also nicht immer, aber meistens. Das war das eben, das Bedienfeld. Okay. Ich würde gern wissen, wegen der Säule da drüben. Sind hier irgendwo Leute? Ich sehe gerade keinen. Kann man hier was mitmachen? Nee. Ich weiß, ich hörte eigentlich andere Seite rum. Ich sehe ja keinen. Okay, jetzt weiß ich, wo sie sind. Perfekt. Zumindest ein bisschen hochlaufen können wir gerade hier nicht so ganz. Die Fenster haben jetzt alle mal ein Zeug davor, also hier. Immer Gitter, ja, damit man gar nicht mehr über die Fenster nachdenken kann. Was? Motorrad, ja. Das war jetzt das Leichteste von allen. So. Und der steht schon auf der Treppe. Da kommt, bin ich am Aha. Oh je. Den muss ich heraustragen. Okay, der ist wieder hochgegangen. Wieso trägt denn der den so komisch? Hat der irgendwelche Probleme beim Tragen? Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Könnt ihr jetzt mein Zeug, den ich da schon eingesammelt habe, hier in die Pappschachtel packen? Hier den Laptop. Das sind 5 Kilo. 5 Kilo haben und nicht haben.
Los, lass mich raus aus der Kiste. Ich muss ja bloß. Büro-Safe. Ich muss ja bloß den Quatsch hier kaputt kloppen und mich verpissen. Aber da oben ist halt noch der Safe. Würde mich halt schon reizen, wenn ich ehrlich bin. Großvater. Komm, er jetzt her. Ist er gerade rausgegangen? Hat er gerade Schichtwechsel gehabt? Nein! Alles nochmal! Und wir haben bloß noch rund 3 Minuten. Nein, ich hätte einfach kaputt machen sollen und erschlicken. Jetzt habe ich hier wieder ultra schwere Sachen zu lösen. Nein! Ultra schwer, sage ich doch. Wieso ist das nochmal? Ich mache es nicht drücken. Erst nach oben gehen? Ach nee, eigentlich können wir das gleich raustragen. Ach. Nö, ich vergesse mal, dass da noch eins war. Steck ihn. Nimm mit. Das sind da, glaube ich, zwei große Maschinen, wa? Kann ich bestimmt nicht zusammen mitnehmen. Einfach mit dem Auto drauf fahren aufs Gelände. Ah, weiß ich nicht, vielleicht passt das doch rein. Ich kann ja auch erstmal den Kram klauen und gleich nochmal wiederkommen. Kaputt machen und nochmal wiederkommen. Weil ich meine, 500 ist jetzt ja auch nicht. Ja, es passt nicht rein. Nein! Der ist 3000 wert. Und der da? 5600. Tja, wir haben einen Gewinner. Lass mal hier liegen. Wurde gehört, aber es interessiert keinen. Gut, wir müssen das Gerät ja sowieso gleich nochmal klauen. Einfach damit ich es mal gehabt habe. Das heißt, wir hauen mal ganz kurz ab und kommen gleich wieder. Wobei, was heißt gleich? Eigentlich ist unsere Zeit um. Ich glaube, da müssen wir das nächste Mal nochmal vorbeigucken. Bringt das Zeug also jetzt die Beute einfach nur in Sicherheit? Dieses Quest machen wir denn das nächste Mal? Vielleicht ins Pfandhaus? Brauchen wir den? Ne, das sind so die großen Sachen. Die nimmt er ja sowieso, glaube ich, nicht. Gut, ich muss etwas kaputt kloppen. Neue Hinweise, ja. So, 5600. Fabergé-Eis-Nachbildung. Wo habe ich denn das jetzt her gehabt? Weiß ich gar nicht. Ist das noch in meinem Schrank? Ab ins Versteck! Wo habe ich denn das Ei her? Warum zeigt mir da das Ei an? Weil den Rest davon zeigt er ja auch nicht an. Wann habe ich denn das geklaut? Wo kommt das jetzt her?
Ach, wer weiß. Ich habe leider die 120.000 nicht zusammengekriegt für unser letzte, für unseren letzten Hacking-Laptop Pro. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal einfach weiter. Dann ist das unser Ziel. Darum danke ich fürs Zuschauen. War doch eine gute Runde heute. Ich bin so ein bisschen fast schon stolz auf mich, dass mal besser, also zumindest im Vergleich zum letzten Mal, wo es richtig katastrophal war. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Ich vergesse das immer zu sagen, weil ich davon ausgehe, dass ihr das schon langsam selber kennt. Darum danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.